Tutatei. Schau, es ist ein rotes Licht, ich bin on air. Das ist doch schön. Liebe Freunde von OKTO.TV, vom Wahl, wir sind wieder mal komischerweise beim Jocherl. Wie kann es anders sein? Heute haben wir zwei ganz liebe Gäste gehabt, die Theresia Heiger und der... Herbert Otterhall. Danke. Bitte? Ich erzähle nicht mehr groß. Ah, hat geh so viel, du, das ist jetzt vom Klavier spielen, dass du das nicht mehr weißt. Liebe Theresia, wie seid ihr auf das Programm gekommen? Wir spielen schon seit Jahren immer wieder bei uns in Leopold, also bei mir in Leopoldau, und der Herbert ist so lieb und begleitet mich. Programme, eher konservative Programme, weil dort das Publikum eher konservativ ist, und dann natürlich viel Wiener Lied, viel Chanson, viel Kabarettistisches. Und das haben wir vor, wann haben wir das? 2020, was? Haben wir das gespielt? Und dann haben wir gesagt, das wäre doch schade, jetzt haben wir das zusammengestellt, jetzt wollen wir es auch woanders spielen. Haben es ein bisschen modernisiert, also, naja, ein bisschen schon, doch, jetzt sei nicht so. Also ein bisschen für den 15. Bezirk passt auf gut Deutsch. Naja, ein bisschen mehr Kabarett, ein bisschen weniger altes Wiener Lied und auch ein bisschen kabarettistisches mehr dazu und so. Ja, wobei, altes Wiener Lied, ich meine, wir sind alle nicht mehr die Jüngsten, sage ich jetzt einmal, aber es ist erschreckend, wenn man so mitkriegt, was man da alles mitsingen kann. Naja, das sage ich jetzt nichts dazu, das ist... Du hast das Alter aufs Tableau gebracht. Oh, ich habe kein Problem mit Alter. Du, ich stehe dazu. Nur, wenn ich mir die Jugend anschaue, ob die alles verstehen, wenn sie dann bei dem Programm sind? Jugend kommt eh nicht zu uns ins Programm, oder? Welche Jugend? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, so jetzt viel jünger als ich. Noch jünger. Und das ist noch. Also unter 30. Danke. Aber du bist ja nicht nur bekannt jetzt dafür deine künstlerischen Darbietungen der Musik, du machst ja Heilblut und Rosen. Was sind denn die nächsten Pläne? Wir proben gerade für ein neues Programm, das da heißt Und wie geht's Ihnen so? Das soll die letzten 2,5 Jahre ein bisschen aufarbeiten, aber natürlich jetzt nicht schon satirisch, kabarettistisch, und ein bisschen einen Ausblick bieten, wie wird's weitergehen. Und musikalisch, da auch irgendwas geplant? Also wir spielen wieder in Casanova im März. Ja, mit der Band? Unser, genau, also mit der Band. Band, also, genau. Also. Ja, die Band hätten wir da nicht hergebracht. Das war ein bisschen ein Problem, weil dann hätten wir keine Gäste reingebracht. Ja, genau. Na, vor allem bei diesem Andrang heute. Das ist, Psst, man muss ja nicht alles verraten. Ja, knackevoll. Nein, es stimmt, das wäre natürlich ein bisschen eng. Und mit der Band spielen wir ja auch ein ganz anderes Programm. Und was machst du sonst noch, außer jetzt mit der Theresia auf der Bühne stehen? Das wäre nicht abendfüllend. Ich spiele, wo man mich lässt, wo ich darf. Ist wo? Hauptband ist momentan Jazzophonica. Da sind wir sehr viel unterwegs. Und ansonsten unterrichte ich an der Uni Wien. Ja. Jazzophonica sind Jazz auf Symphonic Art, ist das richtig? Nein, aber der Name verkauft sich unglaublich gut. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Gut, ich sage herzlich... Entschuldigung, ich muss jetzt eins sagen, Herr Professor, das ist ja... Ich bin kein Professor. Herr Professor Otterhall ist eigentlich. Nein. Doch, oh ja. Gerade. Also, entschuldige, gerade in Österreich ist doch diese Titelhäscherei, was ich weiß, das Einzige, weil ansonsten weltweit ist das wurscht. Auf gut Deutsch. Einen Lehrauftrag gehabt an der Wiener Uni, damals noch Hochschule, 1996. Und nach einer Woche habe ich den ersten Brief gekriegt, ist draufgestanden, Herr Professor Otter. Sag der Herr Professor. Ja, das stimmt. Das ist typisch österreichisch. Aber gehört halt dazu. Ich danke euch recht herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen euch irgendwann einmal wieder bei uns auch. Gerne. War ein super Abend und wir haben, glaube ich, eine gute Stimmung gehabt, oder, liebes Publikum? Hey, super. Herzlichen Dank. Tschüss.